Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Jahr, ein Schuh. Moment mal, das ist überhaupt nicht mein Schuh. Ja, was soll ich sagen? Ich war bei Rivers & Winds in Aschaffenburg und dort habe ich leider schöne Mocktoast gesehen. Die Special Edition Irish Setter. Aber ich habe gesagt, ich trage ein paar Schuhe ein Jahr. Aber ich habe es dann doch anprobiert. Das Problem ist, es gab nur die Größe 8 und die Größe 11. Und ich habe Größe 10. Ich habe also mich in die 11, die Größe 11 reingezwängt. Ist ja Blödsinn, die waren ja viel zu groß. Also bin reingeschlüpft in die Größe 11. Aber es hat keinen Sinn gehabt. Und dann habe ich noch nachgefragt, aber überall ausverkauft. Und Felix hat gesagt, jetzt guck doch mal bei eBay. Und ich hatte wirklich Glück. Es gab tatsächlich jemand, der ein paar Irish Setter verkauft hat, in Größe 10, fast ungetragen. Habe ich schnell hingeschrieben. Und dann haben wir uns schon verabredet und ich bin nach Frankfurt gefahren. Ich sitze jetzt im Auto auf dem Weg nach Frankfurt, um die Irish Setter abzuholen, die ich von jemandem abkaufe, der wahrscheinlich werden sie ihm nicht passen. Ich bin gespannt, warum er sie wieder verkauft. Sie sind fast ungetragen. Ich bin sehr gespannt. Aber das werden wir gleich sehen. So, ich bin jetzt angekommen und laufe zum vereinbarten Treffpunkt, beim Edeka-Markt hier in Frankfurt und ich bin sehr gespannt, ob alles glatt geht, die Übergabe. Ich werde ihn noch mal fragen, warum er sie verkauft, würde mich sehr interessieren. Ich bin jetzt zurück wieder in meinem Auto. Auf meiner Rückbank liegen die Irish Setter Sport Boots. Ich freue mich sehr über die Schuhe, auch wenn ich sie erst nächstes Jahr anziehen kann und sie jetzt ein Jahr lang im Schrank liegen, was wirklich schwer ist für mich. Aber ich trage ja meinen Mocktoe für ein Jahr, deswegen ist kein anderer Schuh zugelassen. Wir haben uns vor einem Edeka-Markt getroffen und er hat mir die Tüte übergeben und ich war wirklich gespannt, warum er sie verkauft. Ich dachte ja, sie wären ihm vielleicht zu klein. Also nein, sie passen ihm wunderbar. Es war nur die Farbe, die ihm zu grell war, was ich verstehen kann. Das ist eine besondere Farbe. Also ich mag lieber gedeckte Farben, dunkel. Aber es hat sich herausgestellt, dass er ein riesengroßer Sammler ist. Ich glaube über 20 Mocktoes alleine. Und es ist schön, Leute zu treffen, die die gleiche Leidenschaft für Red Wing empfinden. Und es war ein sehr, sehr, wir haben uns dann noch lange fachgesimpelt, es war sehr, sehr nett und falls du das siehst, viel Spaß. Es ist auf jeden Fall schön, auf diesem Wege immer neue Leute zu treffen, die sich für den Schuh genauso begeistern, Red Wings, wie man selbst. Und wie gesagt, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Die Irish Setter kommen in den Schrank, bleiben im Karton und warten dann auf Januar 2019, wenn sie dann von mir getragen werden. So, hier steige ich mal mit euch den Berg hoch, wo ich immer meine Red Wings vorstelle. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ganz da oben auf den Berg zu gehen, aber dort ist dieser Stein, wo ich immer die Schuhe draufstelle. Und bis gleich. Thank you.
das war der Irish Setter von Red Wing. Ein toller Schuh, wenn ihr ihn irgendwo seht, kann ich euch nur empfehlen, auch wenn ich ihn noch nicht eingelaufen habe, aber das Leder fühlt sich toll an. Und apropos Leder, wie ich in Aschaffenburg war, und da habe ich sehr, sehr viel über Pflege noch gelernt. Ich habe euch ja, glaube ich, im zweiten Film gesagt, dass man jeden Monat, das ich gelesen habe, man sollte jeden Monat seinen Red Wing pflegen und reinigen. Nein, stopp, nicht machen, das ist viel zu viel. 2 bis 3 Mal maximal im Jahr reicht. Am besten fühlt ihr euch das Leder an und wenn das Leder immer noch schön weich ist und ihr merkt, dass es saftig ist, nichts machen. Wenn es so trocken spröde ist, wenn es wirklich total beansprucht wird, dann könnt ihr es pflegen, aber sonst reicht auf jeden Fall abbürsten und vielleicht mal feucht wischen und trocknen lassen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, also gerade bei mir, wo ich das merke, ich trage den Schuh jeden Tag. Das fällt mir doch tatsächlich nicht ein, wie es heißt. Das kleine Holzteil, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, das mache ich auch, ist ein Schuhspanner. Es gibt extra von Red Wing einen Schuhspanner für den Mocktoe aus Zedernholz. Der ist großartig, wenn ihr da eure Schuhe, also wenn ihr den Schuhspanner in den Schuh reinmacht, immer wenn ihr ihn ausgezogen habt, am besten, wenn der Fuß noch warm ist und der Schuh auch, also der Schuh eigentlich noch warm ist, den Schuhspanner rein. Das Zedernholz entzieht dem Schuh dann die Feuchtigkeit und ist viel besser fürs Leder. Wenn ihr eure Schuhe liebt, holt euch diesen Schuhspanner, er ist toll. Ich habe ihn gefunden, glaube ich, im Internet auf der Seite bei Red Wing Berlin im Online-Shop. Aber ihr findet ihn bestimmt auch noch woanders. Oder euer Laden um die Ecke kann ihn bestellen. Und weil wir jetzt schon bei der Pflege sind, ich habe mir noch was gekauft für die Pflege. Weil wenn man sich keine neuen Schuhe kaufen kann, dann kauft man sich andere Sachen, um das zu kompensieren. Und deswegen habe ich mir eine Schuhputzkiste besorgt. Das war aber nicht so leicht. Ich habe im Internet geguckt nach Schuhputzkisten und die, die mir besonders gut gefallen haben, die haben gleich 300 Euro oder so gekostet und waren auch befüllt. Und die billigen haben mir nicht gefallen. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich im Internet nach jeder Sorte von Kiste gesucht und kam auf eine Künstlerbox aus Holz, wo normalerweise Hobbykünstler Pinsel reinmachen und ihre Farben. Und dachte mir, das wäre natürlich auch toll für mich. Und dann kam sie an und es ist wirklich eine tolle Kiste, die ich euch empfehlen kann. Die kostet irgendwie, glaube ich, nur 20 oder 25 Euro. Ich verlinke euch meine Schuhputzkiste unten in der Beschreibung. Ihr habt Platz für Schwämme, für Bürsten, für Sminköl, fürs Reinigungsset. Da passt alles rein. Man kann es abschließen, es sieht gut aus, hat einen schönen Griff, fühlt sich gut an, für einen super Preis. Wenn euer Herz an Schuhen liegt und ihr sie pflegen wollt und nicht wisst, wohin mit eurem Geld, kauft euch eine Schuhputzkiste. Und das war's auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like gebt, damit YouTube weiß, der Film ist irgendwie interessant. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich sehr darüber freuen oder schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Golden Retriever, wollte ich gerade sagen, wie euch der Irish Setter gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.